Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Mass Effect 3 für die Xbox 360 auf der Xbox One und im letzten Part haben wir die letzten zwei Sidequests abgeschlossen. Die letzte N7-Mission und die letzte, ja, Nebenbei-Sidequest, sagen wir es mal so. Gut, was bleibt uns jetzt noch offen? Wir müssen jetzt nach Horizon und die Basis von Cerberus infiltrieren und auseinandernehmen und Cerberus sprengen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall unsere Informationen holen. Und das machen wir hier in diesem System und wir fliegen direkt und unmittelbar nach Horizon. Und landen. Horizon sieht so ein bisschen so aus wie die Erde. Ob das vielleicht irgendwie zusammenhängt, ich weiß es nicht. Wir nehmen auf jeden Fall Edie mit. Und ich würde sagen, wir nehmen Javik mit, weil Javik ja sehr proteanernah ist und wir suchen ja immer noch den Proteaner-Computer. Von daher erscheint mir das irgendwie als relevant. So, was wir jetzt machen wollen. Wir wollen ein wenig an unseren Waffenmods was ändern. Und zwar möchte ich etwas, was durchdringend ist. Ja, der Hochgeschwindigkeitslauf sieht schon mal ganz gut aus. Weil wir damit nämlich Rüstungen durchschießen können. So, auch hier würde ich sagen, nehmen wir den schweren Pistolenlauf. Nein. Schädeltraumasystem. Haben wir sowas hier gar nicht? Durchschlagsmod? Durchdringung? Doch. Genau, dann nehmen wir den Durchschlagsmod. Das werden wir jetzt auf alle Waffen anwenden. Zielfernrohr. Hochgeschwindigkeitslauf, ja. So. Und bei Edie machen wir es genauso. Modifizieren. Ach nee, sie hat schon den Durchschlagsmod drauf. Okay. Und bei der Suppressor aber nicht. Da kriegt sie den auch. Da heißt er nur anders. Wo war er denn? Kraftverstärker? Nee. Schwerer Pistolenlauf, Schädeltraumasystem. Bin ich zu blöd oder was passiert hier? Erhöht Schaden. Ach hier, Durchschlagsmod. Okay. So. Und ach so, das war Javik. Hahaha. Was mache ich denn jetzt hier? Ach so. Edie hat da noch gar nichts. Okay, aber sie kriegt auch eine ganz andere Waffe, nämlich die Suppressor. So, und darf dann auch den Durchschlagsmod und das bessere Magazin nehmen. Und auf dieser Waffe gibt es halt auch... Ja, doch, das passt. Okay, so. Wir lassen das so. Und ja, hier können wir sowieso nichts machen. Edie darf sich automatisch ihre Stufen auswählen. Und Javik auch theoretisch, aber er kann nicht mehr, weil 3 Punkte reichen nicht, um noch einen weiteren Punkt zu holen. So. Nach 3,5 Minuten habe ich es dann geschafft, meine Mission fertig zu konfigurieren. Und jetzt geht's los. Was wissen wir? Edie? Die Zuflucht sollte Flüchtlingen aus von Reapern kontrollierten Systemen helfen. Die Anlage ging vor kurzem offline und seitdem besteht keinerlei Kontakt mehr. Es ist unklar, warum Kai Leng oder Cerberus daran interessiert sein könnten. Wenn etwas auf Cerberus hindeutet, finden wir es. Ich empfange ein schwaches Signal aus der Anlage. Ich versuche es zu verstärken. Ihr Orianer laufen! Bleiben Sie weg! Die Zuflucht ist nicht, was sie scheint! Bitte, Sie müssen mir zuhören! Sie benutzen... Orianna? Das ist Mirandas Schwester. Wenn sie hier ist, muss Miranda auch da sein. Unsere Verbindung zu Cerberus. Nähern uns der Landezone. Ich sehe Schäden, Commander, aber keine Aktivität. Diesmal wird Cerberus uns nicht überraschen. Wachsam bleiben. Ziemlich massive Schäden, Commander. Ja, aber wer hat gegen wen gekämpft? Ja, also überraschen wird Cerberus uns nicht, das stimmt.
Weil wir wissen, dass Cerberus hier ist. Aber ich glaube, Cerberus kann uns trotzdem eine ganze Menge Schaden anrichten. Wow. Hat das jeder gehört? Ja, das Funkgerät ist offline. Etwas stört unsere Signale. Das erklärt, warum keine Funksprüche aus der Anlage kommen. Hier ist es ganz schön kaputt. Aber wir sehen hier überall Allianz-Symbole und so. Also, hui. Aktivität. Fuck. Das ist eine Heuschrecke. Geh weg. Ich will nicht mit dir kämpfen. Eine Heuschrecke scheppert. Ja, hab ich gesehen. Und da ist Cerberus auch schon. Okay. Phantome. Halten Sie sie auf Distanz. Okay. Erstmal schön hier die Biotik spielen lassen und dann kriegst du ordentlich einen ins Gesicht. So. Auf den Scharfschützen achten. Die Phantome sind gemein, weil die sind halt wie Kai Leng und machen richtig viel Schaden, wenn die einmal an einem dran sind. So. Gut. Okay. Schauen wir mal, ob wir an den Scharfschützen rankommen. Ja. War's das? Nee. Fuck. Ist er down? Ich glaube. Sie haben evakuiert. Ah. Sieht so aus, als ob die Reaper sie gejagt hätten. Höchste Zeit, dass die sich gegenseitig umbringen. Ja, das wäre schon echt gut. So, da ist die Zuflucht, aber ich bezweifle, dass wir da schon rein können, weil es hier noch einen zweiten Weg gibt. Oder hier ist einfach nur Zeug, was wir bergen können. Das kann natürlich auch sein. 1500 Credits. Ja, jetzt haut man aber hier richtig auf die Kacke, ne? Ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir 225.000 benötigen würden, um die nächste Spectre-Waffe zu kaufen. Okay. Ich glaube ja nicht dran, dass es eine wirkliche Zuflucht ist. Nicht mehr. Okay. Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Weiter. Was passiert da? Cerberus Shuttles. Da drüben bei dem Turm. Mhm. Dann ist das auch unsere Richtung. Alle Neuankömmlinge werden dazu aufgefordert, ihre Besitztümer unserem Sortierpersonal zur Inspektion zu übergeben. Sie erhalten sie später in der Anlage wieder zurück. Okay. Ja gut, das ist eine selbstverständliche Sicherheitsmaßnahme. Das kann man durchaus nachvollziehen. Das wiederum würde ich jetzt nicht unbedingt als selbstverständlich annehmen. Die Anzahl der Flüchtlinge hat sich in den letzten zwei Wochen verdoppelt. Ich habe gehört, die Leute verlassen draußen vor dem Haupttor einfach die Shuttles. Sie können sonst nirgendwo mehr hin. Wir müssen da draußen unbedingt provisorische Unterkünfte aufstellen, bis alle untergebracht werden können. Das scheint richtig voll hier gewesen zu sein. Was steht auf dem PDA? Empfangsloks. Verteilungsquoten bei Zivilisten. 60% Erwachsene, 85% Kinder. Geeignete Kandidaten werden in alphabetischer Reihenfolge provisorischen Unterkünften zugewiesen. Familieneinheiten werden zwecks leichter Weiterverarbeitung beibehalten. Immerhin. Aber was heißt denn geeignete? Darf nicht jeder hier rein? Aufnahmen von Überwachungskameras. Ein Ort, wo die Neuankömmlinge aufgeteilt wurden. Los, suchen wir weiter. Erstmal gucken wir uns das zu Ende an, oder? Würde schon sagen. Wobei, da passiert nicht sonderlich viel. Eieieiei. Erinnert schon so ein bisschen an die Flüchtlingskrise, die wir hier in Deutschland hatten. Beziehungsweise, die wir in komplett Westeuropa hatten. Man tut immer so, als wären nur wir betroffen, aber das ist ja auch Quatsch. Was haben wir denn hier? Noch ein Log. 2139. Ein verbotenes Kommunikationsgerät wäre fast am ersten Screening vorbeigekommen. Die Scanner-Software wurde nur justiert.
Es wäre nie durch den zentralen Störsender gekommen, aber wir können nicht riskieren, dass ein einziges Signal den Planeten verlässt. Meldung eingereicht. Okay. Ja, es ist natürlich, wenn man Leute retten will und dann ist es schon schädlich. So, hier noch ein bisschen Geld. Das haben wir eben schon gehört, oder? Doch, genau, das ist das. Nur von der anderen Seite halt. Was haben wir hier noch? Ich habe ausgerechnet, dass ich in einer Woche die letzten Stunden meines Vertrags erfüllt habe und dann vom Personaltrakt in die Zuflucht selbst wechseln kann. Ich habe Schuldgefühle wegen des Upgrades von der Standardunterkunft, aber das ist nun mal der Deal. Wer an der Empfangsloge Dienst schiebt, kriegt die Vergünstigung. Tja. Ja gut, das kann man aber irgendwo nachvollziehen, oder? Ich meine, man arbeitet ja nicht für nix. Das muss eine weitere Landezone sein. Die Schiffe, die wir draußen gesehen haben, müssen darauf gewartet haben, rein zu dürfen. Aber wo sind die ganzen Leute, die sie hergebracht haben? Ja, irgendwo müssen sie ja sein, aber hier ist ordentlich was runtergekommen. Alter Schwede. Aber ich bin immer noch im Untersuchungsmodus. Natürlich gucken wir, dass wir so viel wie möglich hier finden und mitnehmen. Ich hab hier was, Commander. Wo denn? Verluste was denn? Auf beiden Seiten. Was hast du denn da? Du läufst einfach hinter mir her und sagst, du hast was. Das sieht nicht gut aus. Cerberus. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Ein Beobachtungsdeck. Sieht aus wie eine Sackgasse. Wir brauchen einen Ausgang. Weitersuchen. Ja, irgendwo muss es hier ja weitergehen. Aber mich irritieren hier so ein bisschen die Reaper. Warum? Und dann haben wir ja noch die Nachricht von Mirandas Schwester. Das ist alles. Da vorne ist auf jeden Fall ein Zielfernrohr und Munition, die wir nicht kriegen. Okay. Gut, nehmen wir das Zielfernrohr erstmal von dieser Seite hier. So, danke. Aha. Shepard. Das ja? Ist Miranda. Ja, stimmt. So, was haben wir hier? Eine Konsole, die wir aktivieren können. Ausrüstung. Ja, dann komm. Hier spricht Miranda Lawson. Wenn Sie so weit gekommen sind, sind Sie verzweifelt oder dumm. Hören Sie, das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Vaters. Drehen Sie um. Hier finden Sie keine Hilfe. Die gesamte Kommunikation wird vom Zentralturm aus blockiert. Die Zuflucht ist eine Lüge. Bleiben Sie weg. Okay, also, wir haben Cerberus, Reaper und Mirandas ihren Vater. Wie passt das alles zusammen? Miranda hat sich gegen Cerberus gestellt. Und ihr Vater zwingt sie aber weiterzumachen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wasserpumpe. Mach mal Wasser. Ein Sicherheitssteuerpult. Schalte es an. Seltsam. Ungewöhnlich viel Technologie für eine derartige Anlage. Das ist eine Hintertür in die Anlage. Also los. Okay. Ich wette, wir bleiben hier nicht ganz unbeobachtet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier gleich die nächsten Cerberus-Leute kommen werden. Ziemlich sicher. Ich erkenne Cerberus-Ausrüstung, aber es wurden auch noch andere Elemente benutzt. Sie haben irgendwie Teile von Reaper-Technologie integriert. Und Miranda steckt mittendrin. Wir sollten uns beeilen. Ich bin echt gespannt auf das Ende. Was hat Cerberus mit Reapern zu tun? Oder gemeinsam? Oder... Ah! Ich meine, Cerberus macht den Reapern den Weg frei. Aber warum? Cerberus möchte alles tun. Teil der Zuflucht hat nie einen Flüchtling gesehen. Cerberus macht alles, damit die Menschheit überlebt und doch machen sie den Reapern den Weg frei. Das hat alles keinen Sinn. Aber ich denke, wir werden auf den Sinn noch stoßen.
Rosenkovs Materials. Schulterschutz. Okay. Nehmen wir, klar. Schulterschutz. Oh, das sieht so aus, als wären wir hier. Werden wir hier empfangen. Eine Art Kontrollzentrum. Abgeschaltet. Suchen Sie einen Schalter. Also hier kommen wir noch nicht raus. Okay. Hier ist noch etwas, das wir aber nicht benutzen können. Nun gut. Dann drücken wir mal diesen einzigen Schalter, der hier ist. Hauptschalter. Jetzt. Ja, diesen Vorgang kenne ich. Sie töten nicht, was Nutzen bringt. Tut mir leid, Commander. Ich glaube, ich verstehe. Sie werden in Husks verwandelt. What the? Ach du Scheiße. Ja, ein Versuch war es wert. Ich meine, theoretisch. Stellen ergibt keinen Sinn. Dahinter muss mehr stecken. Der Unbekannte würde nie etwas tun, das ihm keinen gesicherten Vorteil bringt. Vielleicht bringt es ihm einen Vorteil. Wir wissen ja nicht, wer der Unbekannte ist. Was kann dieser PDA? Bestätigt. Ungeeignete Materialien der Wiederaufbereitung zugeführt. Okay. Das ist. Klingt nicht gut. Ungeeignete Materialien der Wiederaufbereitung kann alles heißen: kaputt, funktional, aber kommt Scheiße raus. Okay. Die Reaper haben die Anlage übel zugerichtet. Ich schalte die Energieversorgung ab. Dann wird alles abgeriegelt. Sie dürften dann auch nicht reinkommen. Sie weiß nicht, dass Kai Leng hier ist. Miranda Lawson ist früher angekommen als erwartet. Soll ich mich darum kümmern? Nur wenn sie sich in den Weg stellt. Ich will die Forschungsdaten. Beschaffen und raus. Jawohl, Sir. Verdammt! Los, los! Ist der Unbekannte vielleicht Mirandas Vater? Ist das möglich? Ich weiß... Boah, krass. Also jetzt geht aber auch echt noch mal alles los. Das überrascht. Da will man sich gerade mal kratzen und dann kommen hier hinter der Tür ganz viele Husks, ist klar. Bam! Aber ich glaube, den Erfolg haben wir schon, ne, für Nahkampf. So. Ihr seid erstmal im Eimer. Oh, nee, doch nicht. Noch mehr. Okay. Komm. Bam! Und nochmal. Ich mag den Nahkampfangriff von Shepard. Gibt sicher noch mehr. Bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht die letzten waren. Wir haben eben schon gesehen, dass hier eine ganze Menge von diesen Viechern rumkrebsen. So, was haben wir hier? Ein Log. Wird immer schlimmer. Wir haben die Ergebnisse der Cerberus-Experimente mit den Husks bestätigt. Ein kruder, aber notwendiger erster Schritt bei der Entschlüsselung der Reaper-Kommunikation. Wichtig ist, wie das Reaper-Signal mit den Nerniten interagiert, die dem Subjekt implantiert wurden. Wir stehen noch am Anfang, machen aber Fortschritte. Hauptsache, ich dachte gerade, Edi wäre ein Phantom, ein Husk. Die müssen noch von dem Angriff übrig sein. Okay. Und ich habe gerade überlegt, in welche Richtung wir müssen. Ach, die andere Seite des Raums. Ich sehe sie.
Komm schon, Banshee. Du triffst mich nicht. Stirb doch. Wow. Shit. Jetzt habe ich natürlich hier aus Versehen... Yikes. Erste Hilfe. Ich bräuchte mal meine Kollegen wieder. Das ist, führt sonst zu nichts. Stirb! So, die Banshee ist down. Jetzt brauchen wir nochmal erste Hilfe. Okay. Und hier sind Schwärmer, die nichts können, aber irgendwie dann doch. So. Vielleicht habe ich mit den Durchschlagsdingern doch zu viel Waffenschaden rausgenommen. Man merkt's schon. Hallo? Vor allem, wir haben's ja alle. Okay. Ich glaube, das war's hier mit den Reaper-Truppen. Dann gehen wir aber nochmal eben schnell in den Raum hier. Denn hier waren wir auch noch. What the fuck? Okay, der läuft parallel. Eieiei. Das heißt, es ist letztendlich egal, in welchen Raum man geht. Komm schon. Das war dumm. Ich hätte erstmal... Aber irgendwie, durch die Mods, die wir installiert haben, haben wir deutlich längeren Cooldown auf unsere Biotiken. Das war echt nicht unbedingt die beste Idee. Was natürlich sein kann, was mir gerade mal so einfällt, vielleicht könnte man durch solche Mods einen Atlas übernehmen, weil man dann durch Panzerungsmaterialien schießen kann. Und dann kriegen wir vielleicht den Steuermann in so einem Atlas kaputt. Gibt tatsächlich auch einen Erfolg, wenn man so einen Atlas klaut. Die Frage ist, ob wir jemals nochmal einen Atlas sehen. Oha. Funktioniert? Ja, scheiße. Keine Munition. Das ist natürlich großartig. Kriegen wir die Banshee irgendwie in den Fokus? Da hinten ist noch Munition. Die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. 160 gleich, ja. Wenn wir die in den Fokus bekommen... Können wir die Banshee vielleicht irgendwie angreifen? Überlastung, Tauschkörper, Verteidigung, Verbrennung. Nee, macht gar nichts. Okay. Dr. Nuris Arbeit mit dem Subjekt Paul Grayson hat sich als entscheidend für unsere Arbeit hier erwiesen. Durch die Droge Roter Sand konnte der Wille gebrochen werden. Aber für eine allgemeine Vorgehensweise war das zu unzuverlässig. Wir haben bewiesen, dass Adrenalin und seine speziesabhängigen Äquivalente am effektivsten sind. Das passiert, wenn sie Maschinen für sich denken lassen. Sie werden versklavt. Ähnlich wie bei den Geth, ne? So. Bei der Steigerung der Effizienz wurde ein wichtiger Umstand entdeckt. Die Benutzung von Drachenzähnen zur Herstellung von Husks ist genial. Die Reaper-Naniten hängen sich an das freigesetzte Adrenalin an, rasen durch den Körper und beschleunigen so die Husk-Umwandlung. Okay. Na gut. Ja, wir müssen hier weiter, denke ich mal. Es gibt keinen anderen Weg. Ja, da geht's in den Turm. Allerdings werden wir dort an dieser Stelle erst im nächsten Part weitermachen. Ich danke euch an dieser Stelle erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Ich denke, wir werden Horizon damit abschließen. Und ja, sag einfach bis zum nächsten Mal. Keep gaming und ciao.